So Leute, da sind wir beim nächsten Deck-Tick. Ihr seht schon in der Beschreibung, es ist wieder eine Art Death in Texas. Und es ist was Besonderes, deswegen fange ich mit einer Sideboard-Karte an. Iorion Sky Nomad. 5 Mana, 4-5, ist normal im Sideboard. Denn er ist unser Companion in unserem Deck. Companion bedeutet, man zeigt ihn zu Beginn des Spiels vor, zumindest wenn das Deck die Restriction erfüllt, und dann legt man ihn in die Companion Zone. Da kann man ihn für 3 Mana zu einem Zeitpunkt, wo man eine Sorcery spielen könnte, rausnehmen. Und dann hat man ihn auf der Hand und dann kann man ihn spielen. Das heißt, man hat immer eine weitere Handkarte, was ziemlich mächtig war am Anfang, wodurch es eben noch genervt wurde mit diesen 3 Mana erstmal auf die Hand gehen. Iorion interessiert das relativ wenig. Iorion ist ein fliegender 4-5 Bird Serpent, der sagt, wenn er ins Spiel wegkommt, exiliert man eine beliebige Anzahl an Nicht-Land-Permanenten, die man kontrolliert, und man bringt sie wieder zurück ins Spiel. Jeder, der schon ein bisschen den Text gespielt hat, weiß, oh, Flicker-Effekte sind ganz witzig. Dementsprechend haben wir ihn jetzt mal als Companion gewählt und dementsprechend haben wir aber auch ein längeres Deck-Tag vor uns, weil wir müssen jetzt 80 Karten durchgehen, weil Iorions Companion Restriction sagt, dass unser Startdeck mindestens 20 Karten mehr haben muss als die Minimum Size, die man haben darf. Minimum Size im Legacy ist 60, also müssen wir 80 Karten spielen. So, des Weiteren bin ich noch nicht so bewandt mit den Iorion-Decks. Online laufen sehr, sehr viele Listen rum mit einer sehr straighten Mana-Basis. Ihr wisst, da war ich jetzt nie so ein Fan von, deswegen fangen wir einfach mit der Mana-Basis mal an. Wir haben ein Flagstone of Trokair Mainboard, einfach nur um so Land-Destruction-Decks entgegenzuwirken. Tappen für ein weißes, wenn es zerstört wird, können wir unser Deck nach einer Ebene durchsuchen. Ist ziemlich gut. Sonst würde ich es ja nicht spielen. Nächste Karte ist eine Mishra's Fact. Man kann sie tappen für ein farbloses Mana, man kann sie für ein Mana zum 2-2 Dude machen oder man kann sie tappen, um einen Dude zu plussen. Also ein Assembly Worker. Und sie wird zum Assembly Worker. Kennt man auch. Dann habe ich ein Alganyo Castle im Mainboard. Hier tappen für ein weißes tappen. Man verhindert 2 Schadenspunkte an einer legendären Kreatur. So viele legendäre Kreaturen habe ich nicht drin, aber ich wollte halt die ganzen Länder mal testen, bevor ich jetzt einfach mit 20 Ebenen durch die Gegend laufe, wollte ich halt sowas mal reinnehmen und gucken, wie sich das so läuft. Dann spiele ich an einen Sunbaked Canyon und einen Silent Clearing. Beides Länder kann man tappen für ein weißes und ein rotes oder ein schwarzes, was irrelevant ist. Und man kann sich opfern, um eine Karte zu ziehen. In einem 60-Karten-Deck ist, glaube ich, ganz verkraftbar, davon 2 Stück zu spielen. Dann spielen wir meine Lieblingskarte einfach 4-mal. Das gute alte Caracas. Ich lege es direkt mal hier runter. Tappen für ein weißes oder man bringt eine legendäre Kreatur zurück auf die Hand. Hier kann man halt 4 mit dem Gegner interagieren. Wir brauchen mittlerweile einfach das 4., wenn wir mit 80 Karten spielen. Alleine wegen der Consistence. So, dann haben wir eine Menge Wastelands. 4 Stück. Tappen für ein farbloses oder man tappen Opfer, man zerstört ein Non-Basic Land. Man sieht schon, es sind wesentlich mehr Non-Basics drin als sonstige Listen online, aber das wollte ich tatsächlich auch so, weil ich bin ein Fan von Non-Basics. Deswegen die 4 Reshardenports. Wir würden mehr Wastelands, mehr Reshardenports spielen, wenn es gute geben würde. Leider gibt es dafür im Legacy kaum eine Alternative. Dann haben wir noch 2 Cavern of Souls. Die sind aktuell sehr hart auf der Kippe, weil so krass fand ich die bisher jetzt nicht. Aber wenn man mal was durchkriegen muss, ist es ganz cool, eine zu haben. Ich weiß nur nicht, ob man 2 braucht. Ich denke, eine reicht. Aber ich habe jetzt mal einfach mein Deck gegrabt und habe das euch jetzt mal vorgestellt. Beziehungsweise stelle euch das gerade vor. Dann 2 Fetchlander, die einfach Basics-Ebene raussuchen. Einfach nur, weil ich wollte nicht so viele Ebenen drin haben. Wie gesagt, 20 Ebenen fand ich ultra viel, habe ich versucht hiermit ein bisschen zu cutten, was Länder angeht. Weil dann spielen wir 2, 4, 5 Ebenen und 2, 4, 6 Snow-Covered Ebenen. Also nur 11 Ebenen statt 20. Dafür haben wir eben diese Fetchländer, Carbon, Flagstones, Iganyo, Sunbaked, Silent Clearing und Mishra's Factory drin. Fahre ich bisher ganz gut mit. Hin und wieder mal fehlt mir ein Land. Dementsprechend wird wahrscheinlich demnächst irgendwie ein Fetchland oder eine Cavern of Souls rausfliegen für ein weiteres ebene Land. Aber gut. So, wir zur Mana-Basis. Kommen wir zum Herzstück des Decks. Kreaturen. Da spiele ich aus dem neuen Set aktuell einen Legion Angel. 4 Mana, 4-3 fliegend. Wenn er ins Spiel wegkommt, kann man eine Legion-Karte von Outside the Game zeigen und kann sie auf die Hand nehmen. Wir spielen auf 3 weiteren Sideboard. Teste ich aktuell, wie gut das ist, weil man mit diesen 80 Kartenpiles ja irgendwie doch in diese Grind-Schiene rein möchte und andere Grind-Decks ausgrinden möchte. Und da dachte ich, ist der vielleicht gar nicht mal so schlecht. So, dann die obligatorischen 1, 2, 3, 4 Flicker-Wisps.
2 Mana 3-1 fliegen. Wenn sie ins Spielfeld kommt, flickern wir ein Permanentes bis zum Ende des Zuges. Ganz interessant, mit Jorion können wir damit, wenn wir Jorion droppen, 1-2 Flickerwürste farmen, können wir den Gegner von, in seinem Zug von so 2-3 Permanenten abschneiden. Das ist ganz cool. So, dann auch eine neue Karte, Skyclave Abomination. 3 Mana 2-2, wenn sie ins Spiel kommt, exilt man ein Nicht-Land-Token-Permanentes. Mit Mana-Kosten 4 oder weniger, was man nicht kontrolliert. Also sehr harte Restrictions, aber man nimmt praktisch alles vom Gegner weg, was Kreaturen, Planeswalker, Artefakten oder sonst was da rumballert. Wenn er das Spielfeld verlässt, bekommt derjenige, der was exilen musste, einen XX-blaue Illusionsspielstein, wobei X die Converted Mana-Kosten der Karte sind. Bedeutet, er bekommt die Karte nicht zurück, was sehr mächtig ist. Aber als die Karte gespoilert wurde und viele gesagt haben, ey Blacky, das ist doch Death in Texas, easy, Style, das ist genau das, easy, davon 4 Stück Mainboard immer und überall. Nee, die Karte ist problematisch, weil sie nicht dauerhaft geflickert werden kann. Und man wirklich aufpassen muss, was man dem Gegner da gibt. Dann ein Moon Crusader. Ich gehe selten ohne Moon Crusader aus dem Haus. 3 Mana, 2-2, Doppelschlag, Schutz vor Grün, Schutz vor Schwarz. Also Schutz vor Oko, Schutz vor Uro, Schutz vor Kotal. Schutz vor Black Engineer. Aktuell eine ziemlich gute Karte. Dann ein Sanctum Prelate. Da habe ich am Anfang mal 2 gespielt, als ich 80 Karten Pile genommen habe. Finde ich persönlich jetzt nicht mehr so gut, weil die Varianz der ganzen Spells halt sehr hoch gegangen ist. Einen kann man immer noch mal haben gegen die Combo-Decks, aber gegen Delve auf 1 zu legen macht halt nicht mehr so viel Spaß, weil sie auch haufenweise 2er-Spells mittlerweile spielen. Komische Typen. Dann 4 Recruiter of the Guard. Hier sind 3, da ist einer. 3 Mana 1-1, wenn er ins Spiel wegkommt, durchsuchen wir unser Deck nach einer Kreaturenkarte mit Verteidigungsstärke von 2 oder weniger und nehmen sie auf die Hand. Die Karte ist super wichtig in dem Deck. Wir spielen 80 Karten, das bedeutet, wir müssen an unsere Karten rankommen können. Die einzige Karte, die wir bisher nicht finden, ist der Legion Angel. Da kommt gleich noch eine zweite Karte dabei. Aber es ist halt so unendlich gut, einfach sich Dinge rauszututoren. Zum Beispiel kann man sich rauztutoren Spirit of the Labyrinth. 2 Mana 3-1, jeder Spieler kann nur noch eine Karte pro Runde ziehen. Das macht Uro, Astrolab und so weiter und so fort mega schlecht und deswegen spiele ich davon 2 Stück. Spiele ich aktuell auch im 60 Karten 2 Stück. Dann habe ich erwähnt, gibt es eine weitere Karte, die wir uns nicht raussuchen können, und zwar den Tomic. Tomic ist für mich mittlerweile so eine kleine Pet-Card, also das 80 Karten-Deck habe ich tatsächlich geflufft mit Pet-Cards, also haufenweise neue Pet-Cards reingetan oder alte Pet-Cards reingetan. Und Tomic ist einfach so ein absoluter cooler Typ gegen Lance, gegen Dark Doof, aber auch gegen Enchantress und Co. Einfach Hammer. 2 Mana 2-3 fliegend. Länder auf dem Spielfeld und Länder im Friedhof können nicht von eurem Gegner getargetet werden. Und der Gegner kann kein Länder aus seinem Friedhof casten. Also spielen. Man castet Länder aus Friedhof nicht. Dann habe ich ein Samurai auf Pale Curtain drin. 2 Mana 2-2 Bushido 1, weil Bushido ist der Beste. Nicht. Immer wenn er blockt oder geblockt wird, kriegt er +1/+1 zu, ist durch diese Fähigkeit. Und wenn ein Permanentes in einen Friedhof gelegt würde, entfernt er stattdessen aus dem Spiel. Was das auch bedeutet, ist, hatte ich neulich, ich hatte einen Samurai auf dem Feld, einen Legion Angel in der Hand und einen Legion Angel auf dem Feld. Der Legion Angel stirbt, er geht in den Friedhof, er wird exiled. Dann habe ich den Legion Angel von meiner Hand gespielt und konnte mir den exilten Legion Angel wieder auf die Hand nehmen. Das war eine super Banane-Kombo, da habe ich echt stundenlang mit geblockt. Das war gut. So, dann haben wir einen Charming Prince. Ihr seht schon, es ist eine Menge One-Off, weil man sich halt auf die Recruiter sehr hart verlässt. 2 Mana 2-2, man kann entweder Scry 2 machen, wenn er ins Spiel kommt, oder 3 Leben kriegen, oder eine andere Kreatur exilen bis zum Ende des Zuges. Auch hier wieder Flicker-Effekt. Was man damit auch ganz witzig machen kann, ist, man kann die Jorion dann halt die ganze Zeit sich selber den Jorion im Gegnerzug rausflickern. Und wenn der Mann dann in seinem eigenen Zug geht, hat man halt ein paar andere Sachen, die rausgeflickert sind. Das ist ganz witzig. Das ist wirklich, wirklich witzig. Habe ich auch schon komplette Boards mit gestallt. Dann eine weitere Graveyard Hate-Karte. Remorseful Cleric, 2 Mana 2-2 fliegen, kann man opfern, um alle Karten aus dem Friedhof unserer Wahl zu exilen. Super, super mächtige Karte aktuell. Eine sehr wichtige Karte. Nicht so wichtig und dadurch Out of Favor gefallen ist leider der Phyrexian Revoker. Ich spiele den Typen halt immer noch gerne, ich mag den. Es ist halt ein 2 Mana 2-2er, der, wenn er ins Spiel kommt, man sagt mal eine Nicht-Landkarte an und der Gegner kann diese Fähigkeiten dieser Nicht-Landkarte nicht mehr aktivieren, was super mächtig war in der Zeit, wo Leute nur ein Planeswalker gespielt haben oder mal 2, so mal eine aktivierte Fähigkeit. Aber mittlerweile ist es halt so viel Verschiedenes und so viel als One-Offs, so viel Two-Offs, das ist abartig, deswegen ist der nicht mehr so gut. Dann kommen wir zu den Klassikern im Death in Texas. 4 Talias, 2 Mana, 2-1, Erstschlag. Nicht-Kreaturen-Zauber kosten 1 Mana mehr zum Casten. Dazu gesellt sich der nächste Klassiker, Stoneforge Mystic.
Zwei Mana, 1/2. Wenn ihr ein Spiel bekommt, durchsuchen wir unser Deck deine Ausrüstung, nehmen die auf die Hand und für 2 Mana können wir eine Ausrüstung aus unserer Hand ins Spiel bringen, wenn wir dieses Ding hier tappen. Das sind halt jetzt so die Klassiker, die ich jetzt gerade durchgehe im Death in Texas. Die spielt eigentlich jedes Death in Texas. Genauso wie jedes Death in Texas, die Mother of Runes spielt. Mit Mother of Runes haben wir halt ein Mittel gegen ganz viele andere Sachen. Ich habe eine Zeit lang 3/2 gespielt, also 3 Mother und 2 Giver. Aber der Platz ist mir einfach zu schade dafür tatsächlich aktuell. Dann noch eine Walking Ballista, weil wir uns die tutoren können und sie im Mirror unglaublich stark ist und auch mal so einen kleinen Vogel vom Himmel holen kann. Das ist schon ganz gut. Dementsprechend spiele ich noch eine Walking Ballista. Das sind eine Menge Kreaturen. Wie gesagt, wir spielen einfach eine Menge Kreaturen, weil wir eine Menge Kreaturen brauchen, weil Death in Texas ist nun mal ein kreaturenbasiertes Deck. Und wenn wir viel grinden wollen, müssen wir Karten haben, die wir flickern können, die es sich lohnt zu flickern oder mit denen wir eben arbeiten können. Und deshalb kommen wir jetzt mal zu den wenigen Nicht-Kreaturen-Zaubern. Wir haben einmal eine Betterskull, 5 Mana Ausrüstung mit Living Weapon, das heißt, sie kommt mit einem 0-0 Germ Token ins Spiel. Betterskull gibt der ausgerüsteten Kreatur +4/+4, Wachsamkeit, Lifelink. Für 3 Mana kann man die sogar auf die Hand nehmen, natürlich nur vom Feld. Und für 5 Mana equippt man die. Ist halt sehr, sehr gut mit der Stoneforge Mystic, weil wissen ja mittlerweile auch die meisten. Auch der Klassiker in diesem Deck ist das Sword of Fire and Ice. 3 Mana Ausrüstung für 2 Mana zum Equippen. Die ausgerüstete Kreatur kriegt +2/+2, Schutz vor Rot und Schutz vor Blau. Und wenn sie einem Gegner Kampfschaden zufügt, dann darf man noch 2 Schaden schießen und eine Karte ziehen. Beißt sich ein bisschen mit dem Spirit of the Labyrinth, ist aber trotzdem eine super gute Karte. Dann kommt so eine kleine Überraschung. Wir spielen hier drin ein Sword of Feast and Famine. Dieses Schwert gibt Schutz vor Schwarz, Schutz vor Grün, was halt auch mal wichtig sein kann. Ist auch 3 Mana für 2 zum Equippen. Und immer wenn es einem Gegner Kampfschaden zufügt, muss er eine Handkarte abwerfen und wir enttappen alle unsere Länder. Gerade in einem Grind-Battle ist das super wichtig. Dann kommt noch die beste Ausrüstung im Legacy mit Savasiete, 2 Mana für 2 zum Ausrüsten. Und wenn die ausgerüstete Kreatur Schaden an irgendwas zufügt, kommen da 2 Ladungsmarken drauf. Man kann Ladungsmarke von dem runternehmen, um entweder der ausgerüsteten Kreatur +2/+2 zu geben oder einer anderen Kreatur -1/-1 oder man kriegt 2 Leben. Mächtigste Ausrüstung im ganz Legacy. Ja, dann spielen wir eine Karte, von der ich gerne eine zweite Version hätte. Äderfiole, aber ich weiß, dass wir niemals eine zweite Version der Äderfiole bekommen dürfen. Äderfiole ist ein Ein-Mann-Artefakt, wo zu Beginn des Versorgungsmoments eine Marke draufkommt. Man kann das Ding tappen, um eine Kreatur aus der Hand ins Spiel zu bringen, die umgewandelte Mana-Kosten hat, gleich der Marken auf der Äderfiole. Super mächtig, super, super mächtig. Die Karten sind unkonterbar und wir haben ja eine Menge auf 2, eine Menge auf 3. Easy. Dann 4 Swords to Plowshares, einfach nur, weil wir brauchen Removal. Und was ist besser als ein Ein-Mann-Removal? Richtig, nichts. Deshalb Ein-Mann exilen wir eine Kreatur und bekommen Lebenspunktenhöhe der Power. Da aber 4 Stück nicht mehr reichen in einem 80-Karten-Deck, spielen wir noch 2 Path to Exile. Das ist ein Ein-Mana-Spell, der eine Kreatur exilt und sein Deck nach einem Standardland durchsuchen lässt. Also denjenigen, der Kreatur exilt hat. Und der bringt das Standardland getappt ins Spiel. Ja, das ist das Mainboard. Mainboard ist relativ schnell erklärt. War jetzt auch noch nicht so viel, weil der Hauptteil waren halt Länder und Kreaturen. Kommen wir mal zum Sideboard. Im Sideboard haben wir, wie gesagt, ja schon angekündigt den Yorion. Deswegen lege ich den mal hier beiseite. Weil wissen wir ja, dass wir Yorion spielen. Dann wissen wir auch, was wir spielen, sind 3 weitere Legion Angel. Die lege ich auch schon mal hier runter, die hatten wir auch schon erklärt. Das sind halt Legion Angel, ich will gerne 3 Stück haben. Es kann auch sein, dass man nur 2 im Sideboard spielen möchte, dass 3 vielleicht zu clunky ist, aber okay. Dann spiele ich 3 Mindbreak Trap. Die sind aktuell unverzichtbar, finde ich. Einfach dieses, man exilt eine beliebige Anzahl an Zaubern, was halt super mächtig ist, gegen diese ganzen unkonterbaren Dinge oder diese ganzen Turn 1. Ich mach mal schwarzes Ritual, Endroom, Reanimate, Geschissedex. Diese 4 Mana-Karte werden wir niemals hardcasten, werden sie immer über ihre alternative Casting-Cost benutzen. Und zwar, wenn der Gegner 3 oder mehr Zauber in einem Zug gespielt hat, können wir das Ding für 0 spielen. Mächtig, mächtig. Davon 3. Ebenfalls 3 und die geht tatsächlich da ein bisschen entgegen. Divining Silence. Ein Mana Enchantment, das sagt, jeder Spieler darf nur noch ein Nicht-Kreaturen-Zauber pro Runde spielen. Ihr merkt schon, wir versuchen hier gegen Storm und ähnliches irgendwas zu machen, weil das ist nun mal ein sehr schlechtes Matchup, was wir haben. Ebenfalls müssen wir halt Dinge vom Feld removen können, mit denen wir nicht so gut umgehen können. Deshalb spiele ich 3 Councils Judgments. 3 Mana Sorcery mit Will of the Council. Also man votet eine Karte, die der Gegner kontrolliert, das kein Land ist. Und der Gegner votet dann für eine Karte, die er kontrolliert, die kein Land ist. Und die mit den meisten Votes wird dann exiled. Gut gegen True Name, gut gegen irgendwelche komischen Planeswalker. Sehr, sehr gutes Ding. Und die letzte Karte, die wir drin haben, sind 2 Rest in Peace. 2 Mana Enchantment
was sagt, wenn sie ins Spiel kommt, exiliert es alle Karten aus allen Friedhöfen. Und immer wenn eine Karte oder ein Token in den Friedhof gelegt würde, exiliert ihr den. Ziemlich straight up Sideboard, dafür, dass das Mainboard so unglaublich weird ist. Das Problem ist, wir müssen halt immer so mindestens 3 bis 4 Karten davon reinschieben, damit wir die überhaupt bekommen. So, dann wie immer bei meinen Deck-Tags ein kurzes Runabout. Warum sollte man das Deck spielen? Ich finde, das Deck ist großartig in der aktuellen Meta. Das macht mega viel Spaß. Es ist super umständlich, die 80 Karten zu mischen, wenn man es nicht mehr gewohnt ist. Aber es macht eine Heidenfreude, so ein super interessantes Deck zu spielen. Yorion ist einer der wenigen Companions, die die Companion-Rule Änderungen überlebt haben und deshalb macht es halt immer wieder Spaß hinzugehen und den Gegner zu sehen, so, was ist das denn für ein Deck, was ist, und dann spielst du die Yorion und sie hängt da, okay, irgendein Grind-Scheiß und du legst so eben eine Ätherfiole und die Gegner sind total verwirrt, das ist einfach wunderschön. Ich mag die Kartenauswahl, die man eben dadurch mehr hat, man spielt eben wesentlich mehr Länder, aber man spielt eben auch wesentlich mehr Karten drin, was einfach dieses ganze Tutorial sehr viel interessanter macht. Man hat ein sehr straightes Sideboard, wodurch es halt für Anfänger das Sideboard sehr angenehm ist zu benutzen. Und man spielt eben Karten, die gerade so immer wieder auf der Kippe sind, um dass sie nicht gut genug sind, dass man sie im Mainboard spielen sollte. In einem 80-Parten-Pile sind sie oftmals dann doch gut genug. Und ja, das macht tatsächlich mega viel Spaß, wenn ihr mal was anderes spielen wollt als Standard Death and Taxes. Kann ich euch das nur empfehlen. Es macht mega Freude. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Black Seed. Ciao, ciao.